So, willkommen zurück bei Minecraft und eurer Nizi. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr hier rumzutigern. Das sieht schon gut aus. Oh. Das hätte ich mir eigentlich mal als genau. Ach, das war nur ein Stein, der da reingefallen ist. Irgendwie backt's hier ein bisschen. Ich würde gern mal sehen, wie weit geht denn das Ding? Ach, das geht ja nicht so weit. Da gehen wir hier hinten irgendwo runter. Da baue ich mir erstmal eine kleine Schutzmauer, aber hier ist auch niemand. Das ist sehr gut. Ja, sieht schön aus. Ich weiß nicht, ob es da hinten auch noch weitergeht. Oder ob das nur wieder so ein Lichtfehler ist. Keine Ahnung. Gleich wird es dunkel. Da müssen wir mal ein bisschen ein paar Fackeln setzen. Ich kipp erstmal noch Wasser drauf. Sicher ist sicher, ne? Wieder die Fackeln weggeschwemmt. Ganz toll. Vielleicht sollte ich die auch immer mal lieber an die Wand klatschen. Und das werden wir hier jetzt mal wegmachen. So eine kleine Öffnung halt. Damit wir ein bisschen besser sehen, was hier passiert. Scheint es aber auch nicht mehr weiterzugehen. Aber okay. Fackeln sind auch schon bald wieder leer. Meine Tasche ist voll, glaube ich. Aber hier blubbert es doch noch weiter. Irgendwo blubbert es noch. Werde ich erstmal ein paar Sachen wegschmeißen hier. Schmeißen wir alles weg. Okay, Rest behalte ich erstmal. Ja, es blubbert noch. Jetzt muss ich auch erstmal gucken, ob ich hier überhaupt an dieses Zeug rankomme, ohne dass da drunter noch Lava ist und ich da reinstürze. Ich mache das mal anders. Also hier schon mal keine Lava. Und da kann ja auch keine kommen. Ja. Sehr schön. Nummer 1. So, was machen wir denn danach? Wenn wir diesen ganzen Mist hier abgebaut haben, was ja echt Stunden dauert, denke ich, dann werde ich noch mal ein bisschen an meinem Haus weiter basteln. Und zwar ich denke erstmal außen. Machen wir außen erstmal alles hübsch. Ja. Und dann gucke ich noch mal nach meinen Kühen. Oh, das dauert ja echt Stunden, Leute. Wahnsinn. Gleich mal gucken, wie viel wir schon von den Dingern eingesammelt haben. Bestimmt noch nicht sehr viele.
Eigentlich müsste ich noch ein bisschen rumprügeln. 8 Stück. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel man für ein Portal braucht. Ja, mal gucken. Sammeln wir ruhig noch ein paar ein. Dann brauchen wir hier nicht wieder runter und sparen ein bisschen Zeit. Gut. Oh. Das war das Blubbern. Habe ich es doch richtig gehört? Darf nur nicht zu hastig nach vorne eilen. Sonst ist das Ding weg. Und ich auch. Bin ich verloren. Ah, jetzt habe ich keine Steine da in meiner Leiste. So, 14 Stück. Ich glaube, wir nehmen noch ein paar mit. Ich bin neuerdings immer so sprachlos. Mir fällt immer nicht ein, über was ich mit euch reden soll, weil ich auch immer Angst habe, ich verquatsche mich wieder. Dann gibt es wieder vielleicht nächste Mal so eine Stunde Minecraft mit mir. Obwohl mein erster Film mit den Kindern, der ging ja auch, glaube ich, sogar über eine Stunde. Aber das hatten wir eigentlich auch gar nicht unbedingt vor, hochzuladen. Ich habe gesagt, auch gut, okay, wenn, dann nehmen wir das auf, mal gucken. Und naja, beim Spielen haben wir dann irgendwie auch so ein bisschen die Zeit vergessen, bis sich dann der Hunger irgendwann gemeldet hat. Und ja, dann ist es halt eine Stunde geworden. Aber ja, war schon witzig. Wir hatten Spaß dran. Aber das ist ja auch wirklich nur eine Ausnahme. Sowas zieht man sich ja eigentlich nicht einfach so rein, mal eine Stunde ein Filmchen zu gucken. Vor allen Dingen denke ich, für die anderen, die da zugucken, ist es eher langweilig, weil man ja nicht selbst dabei war. Und, ist das, glaube ich, immer noch ein bisschen was anderes, als wenn man selbst spielt und vielleicht auch selbst aufnimmt. Ich finde es spannender aufzunehmen und dabei zu spielen, weil man nie weiß, was passiert. Man nie weiß, ob man sich verquatscht, ob man die Aufnahme irgendwie vermasselt. Man weiß nie so recht, welches Thema dabei rumkommt. Das suche ich mir vorher ja immer nicht aus. Ach, ich glaube, wir lassen es jetzt dabei. Man weiß auch nie, ob man wieder aus so einer Höhle rausfindet. Ja, das ist alles, ja, viel interessanter, als wenn man halt nicht aufnimmt. Muss ich jetzt hier hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier lang. Also diese Höhle, die ist hier für mich echt Katastrophe. Katastrophe. Schon 100 Mal rein und raus gegangen, aber durch dieses ewige Verrennen, glaube ich. Oh, ein Creeper. Wenn ich Glück habe, sprengt er mir jetzt den Eingang frei. Oh.
Ja, liebe Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Hier war ich doch eben gerade schon mal. Oder sieht das alles... Ich hau jetzt hier diese Fackeln ab. So. Geht hier nicht raus und nicht weiter. Fackeln weg. So, und dann machen wir den Mist hier zu. Ich keine Steine mehr? Doch. Ich habe mal Glück gehabt. So. Bisschen Licht noch da lassen. So, wo geht's hier lang? Oh Mann, Leute, ey, ich fasse es echt nicht. Da bin ich. So. Hier auch alle Fackeln weg. Und zumachen. Und da muss ich auch gleich noch mal was essen. So. Das sind Kaugeräusche, Leute. Bin doch hier unten ist doch der Spawner. Genau. Da bin ich hier mit Sicherheit schon falsch gelaufen. Machen wir auch mal dicht. Wir bauen uns eine Höhle. Hier bin ich hoch. Ja, klar. Das sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen besser ausbauen. So. Hier muss ich lang. Alles klar. Dann werde ich mir da unten mal zwei Fackeln hinstellen. So. Ist ja doch gar nicht so schwer gewesen. Okay. Jetzt ist es auch noch Nacht. Ja, ganz klasse. Wieder eine Million Monster da? Ich hoffe nicht. Ah, da höre ich schon was. Okay. Ich gehe jetzt sofort in mein Haus. Mach die Tür zu. Ah, nein. Tür zu. Ja, komm. Sterb. Boah, das ist nicht wahr. Guckt euch das mal an. Da, guckt mal. Das ist doch nicht normal. Da unten sitzt schon eine Spinne. Da noch eine. Was geht hier ab? Gut, okay. Wir können nicht schlafen. Es ist sehr laut. Ich sagte ja, wir machen draußen weiter, aber
Wow, meine Ohren. Aber ich denke, ich werde dann auf jeden Fall hier drin weitermachen. Draußen ist ja, glaube ich, nicht so gut im Moment. Halt die Klappe. Knochen. Und dann... Dreschen die eigentlich auch die Türen rein? Ich hoffe nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. So, dann brauchen wir Holz. Nehmen wir mal das Birkenholz. Nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht. Das haben wir ja sehr wenig. Dann nehmen wir Akazienholz. Ja. Ich hatte nämlich überlegt, mir hier so einen kleinen Raum einzurichten. Und dann würde ich daraus mein Schlafzimmer machen. Bock hier extra noch Holzfarm zu gehen, wie blöd. Ja. Boah, das hört sich an. Hier können wir auch noch mal ein Fenster einbauen. Ach nee, das hatten wir vorne. Machen wir das mal weg. Meine armen Ohren, die tun schon echt weh. Aber jetzt sterben sie alle. Die fangen jetzt an zu brennen. Da haben wir noch Glas. Das ist gut. Eine Tür brauchen wir auch noch. Fenster. Heute überhaupt nicht gesprächig. Ich weiß, ich merke das schon. Aber es ist einfach zu laut, um hier zu reden. Jedenfalls in meinen Ohren. Ich hoffe, ich habe den Sound einigermaßen für euch vernünftig eingestellt. Gut, also. Die Monster sind hoffentlich tot. Außer der hier. Ich werde jetzt Feierabend machen. Und das nächste Mal machen wir halt ein bisschen draußen weiter. Und bauen ein bisschen, ja, meine kleine Überraschung für euch. Bis denne, eure Nizi. Ciao, ciao.